Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stronghold Warlords Video. Heute machen wir weiter mit dem Scharmützelzug. Die Spur des Taktikers und Mission 15 überwältigt. Also ich vermute ein 1 gegen 4, 1 gegen 5, 1 gegen 7, 2 gegen 6, whatever. Irgendwas ziemlich absurdes. War letztes Mal, meine ich, auch so. Da war es, glaube ich, legit ein 1 gegen 7. Ja. Ich vermute mal, ich werde es nicht fertig spielen. 1 gegen 4. Und zweimal Sun Tzu. Ja, also. Ist das nicht legit das gleiche? Ist das sogar die gleiche Map? Nee, ist nicht die gleiche, aber es ist so eine ähnliche. Bei der anderen war es, glaube ich, sehr ähnlich. Und irgendwie fünfmal Warlord Drache oder so. 1 gegen 4. Und 5 Minuten Friedenszeit, also du kannst keinen rushen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Nach so vielen Scharmützelzügen ist ehrlich gesagt nicht mehr so viel Lust. Vor allem, weil es halt... Das Problem ist halt, gegen 5 Warlords, es wird halt so bestialisch laggen. Es wird... das ist die gleiche Map, wo ich einmal gechickent habe. Ach, das war die Map. Das war die Map, wo es 1 gegen 2 gegen 2 war. Also auch 1 gegen 4. Ah ja... Ja, stimmt. Deswegen kam es mir gerade doch so bekannt vor. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 1 gegen 4, es macht einfach keinen Spaß, weil... Also 1 gegen 4, ja, es ist schwierig und wenn man es schafft, natürlich. Achievement auf jeden Fall. Aber es macht halt einfach keinen Spaß, weil es laggt wie Sau, das ist Punkt 1. Du kommst nicht zur Ruhe, also es ist wirklich Stress, außer du spielst die ganze Zeit auf langsam. Ich bin ein Einfacher. Was ja auch nervig ist. Und es dauert einfach so lange. Da zocke ich lieber zweimal 1 gegen 2 oder so. Ein wohlplatzierter Angriff und ich vermute, eure Verteidigung wird zusammenbrechen. Platziert euren Kornspeicher, Exzellenz. Eine Nachricht von Sun Tzu. Meine Soldaten sind meine Kinder. Sie folgen mir in die tiefsten Täler. Gibt es noch irgendein Gebäude für 10? Damit ich auf 0 komme, ohne einen Holzfäller zu bauen? Safe nicht, oder? Doch, eine Hütte. Krieg ich nämlich einen gratis Holzfäller. Ja, ich meine, 5 Minuten, was könnte man machen? 4 Samurai, aber die reichen halt nicht. Selbst 8 Samurai reichen da nicht. Und selbst wenn, dann hast du halt einen einzelnen von denen bis dann losgeworden. Ja, und dann? Ist immer noch ein 1 gegen 3 gegen Sun Tzu. Wir sammeln uns jetzt mal da. Das restliche Gold gebe ich aus. Nicht genügend Gold. So. Mal gucken, wie es läuft. Vielleicht werden wir von irgendwas positiv überrascht. Aber es sind nur noch 3 Minuten, lol. Wo ist die Zeit hin? Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Zu viele Wachen. Er hat zu viele Wachen. Der Sack. Ja, stimmt. Und noch ein Problem hier ist einfach, dass die Länderei so freaking klein ist. Also ich meine 1 gegen 4... Da kann man es eigentlich schon erwarten, dass man dem Spieler zumindest ein bisschen entgegenkommt. Aber ne.
Wir haben fast keinen Reis mehr, Hoheit. Nee. Du hast gefühlt die kleinste Länderei aller Scharmützelzüge. Und zeitgleich die schwierigste Mission. Das ist halt irgendwie von der Logik her nicht ganz schlüssig. Eisenminen müssen auf Eisenerz gebaut werden, Eure Hoheit. Wir brauchen mehr Holz dafür, Hoheit. Auf verbleibende Friedlichzeit für die Ritten. Okay, ich lasse es einfach. Passt schon. Ich habe nichts gesagt. Gold, das ein Samurai geht noch. Ach so, noch ein General. Stimmt, natürlich. Stimmt. Aber die 400 Gold müssten wir eigentlich noch zusammenbekommen, schätze ich. Zur Not verkaufe ich ein bisschen Reis. Das hören die Bauern nicht gerne. Aber die Steuereinnahmen müssten ja eh steigen, je mehr Bauern man hat. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu Eine Minute, 300 Gold bräuchten wir noch. Ja, wir werden halt auch gleich so hart gerusht werden. Die werden uns halt auch gleich so hart rushen. Weil die haben ja auch mit 2000 Gold angefangen. Ja. Was meint ihr, mit was für Soldaten wir jetzt gleich angegriffen werden? Das ist mehr oder weniger das gleiche, was ich mit Sun Tzu machen möchte. Werden die jetzt auch mit mir machen wollen. Aber das Schlimmste sind die Häuser. Du brauchst so viele Bauern und die Häuser nehmen hier so viel wertvollen Platz weg. Aber du musst sie bauen. Weil du musst ja Massenproduktion machen von so ziemlich allem. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, sonst hast du eh keine Chance. 11 Sekunden, mach mal langsam. Okay. Scheiße, wir haben den Samurai, den General noch nicht. Nimmt ab, Hoheit. Nicht genügend Waren. Wir haben Eisen. Was soll ich tun? Wir können die Armee nicht dorthin schicken. Okay, ein kleines bisschen spät. Vorwärts. Die Armee wird vorrücken. Ja, ich meine, vielleicht schaffen wir es. Was sind eure Gedanken dazu? Moment mal, das sind jetzt nur 7 Samurai. Ja, okay, das wird niemals reichen, ey. Ich unterstehe eurem Befehl. Es wird halt niemals reichen. Und wenn wir gleich angegriffen werden, habe ich nichts zur Verteidigung. Literally nichts. Kriege ich vielleicht ein Holz, bitte? Das kann aber nicht wahr sein. Habe ich echt den Markt gebaut und nichts eingestellt? Salpeter kann ich jetzt gar nicht abfarmen. Interessanterweise. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. My Lord. Wir werden marschieren. Oha. Vorwärts. Beherrscht die Höhen. Was für ein Time-Luck. Also wenn er jetzt nicht mich, sondern mein Warlord angreift, dann ist GG. Der Feind nähert sich. Aber es passiert halt literally das gleiche wie bei dem 1 gegen 4. Sie gehen erst auf die Schildkröte hier. Und dann greifen sie mich die ganze Zeit an. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so gesagt habe. Das hier ist ja auch ein 1 gegen 4.
Weil ich gerade gesagt habe, bei dem 1 gegen 4, das hier ist literally ein 1 gegen 4. Das andere war technisch gesehen ein 1 gegen 2 gegen 2, aber praktisch. Praktisch auch ein 1 gegen 4. Ich unterstehe eurem Befehl. Tja, aber damit hat er sich jetzt natürlich keinen Gefallen getan. Was soll ich tun? Eine neue Strategie? Wir werden angegriffen. Eine Nachricht von Sun Tzu. Zuerst muss ich mich wohl über die Niederlage hinwegsetzen, bevor ich nach einer Angriffsmöglichkeit suche. Ja, okay. Ich werde angegriffen. Genau das gleiche habe ich letztes Mal auch gemacht. Hier rechts so ganz viele Seidenschneidereien. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Hoheit! Ja, Moment, wo ist dein Wall? Wo ist. Ah, da oben. Steht in der Ecke. Okay, die Schildkröte hat sich tatsächlich nochmal verteidigt. Okay. Gespeichertes Spiel überschreiben? Gerne doch. Eine Nachricht von Sun Tzu. Die höchste Kunst des Kriegs ist es, einen Feind ohne Kampf zu unterwerfen. Ich sehe, ihr lernt das langsam. Was sind eure Gedanken dazu? Hoch! Hoch! Ich unterstehe eurem Befehl. Beherrscht die Höhen! Beherrscht die Höhen! Sie werden schreckliche Verluste erleiden. Die müssten jetzt eigentlich einen Sprint machen und dann müsste eigentlich One-Shot sein. Oh, zeitgleich verliere ich meinen Käfer. Eine Nachricht von Sun Tzu. Es wird Zeit, dass ich mein Schwert niederlege. Was soll ich tun? Ich sehe, ja, wie sich eure Pläne entfalten. Doch ich werde ihre vollständige Ausführung zu verhindern. Ist das hier der andere Sun Tzu? Ich habe euch wohl unterschätzt. Ist das hier Sun Tzu? Sag mir doch mal, wer das ist, ja. Oh man. Der Feind nähert sich. Ja, ich meine, für noch einen Angriff reicht es auf jeden Fall nicht. Die müsste ich erstmal wieder voll heilen und bis sie dann wieder unten sind. Das ist nicht genug. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nicht so viel Bock auf 1 gegen 3. Wenn ich setze 1 gegen 3, war halt literally alle drei schnell gerusht und fertig. Als wenn ich die Schildkröte verliere. Wie ihr wünscht. Ich werde sie most definitely verlieren. Ja, ich weiß nicht. Muss echt sagen, ich bin nicht so down. Dafür. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ich bin ein einfacher Mann. Ich will nur den Sieg. Eine Nachricht von Sun Tzu. Eure Truppen sind unterlegen. Seid ihr euch sicher, ihr wisst, wie damit umzugehen ist? Wir
werden angegriffen. How about STFU before I smack you, DFU? Eine Nachricht von Sun Tzu. Ihr haltet die Möglichkeit zu einer Niederlage in der Hand und ergreift sie. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ich habe einen Ratschlag für dich. Geh oder stirb. Ich werde angegriffen. Naja, okay. Mhm. Der Feind nähert sich. Ich diene einem neuen Herrn. Eine Nachricht von Sun Tzu. Nehmt die Länder des Feindes ein, ganz und unzerstört. Zerstört sie nicht. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ach, beide Warlords verloren. Das ist nicht gut. Ich diene einem neuen Herrn. Eine Nachricht von Hideyoshi. Einer nach dem anderen wird sich mir anschließen. Ich unterstehe eurem Befehl. Was sind eure Gedanken dazu? Eine neue Strategie? Ach, du Heilige. Ich werde einfach von Ninjas angegriffen. Unfair, wenn man da jetzt noch was dran bauen könnte. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Oh, die machen halt meine Unterkünfte kaputt. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ringo, deine ständige, problematische Anwesenheit geht mir auf die Nerven. Der Feind hat die Bohrquelle durchbrochen. Eine Nachricht von Sun Tzu. Schnelligkeit ist der Grundstein des Krieges. Was sind eure Gedanken dazu? Eine Nachricht von Hideyoshi. Gut gemacht. Übt weiter Druck aus. Der Feind wird bald fallen. Ich werde von einem Tiger angegriffen. Wurden verschickt. Wait, what? Oh nein. Alter, no way. Die Ninjas zerstören meine Gebäude und ich habe keine Soldaten mehr. Shit. Ich kann auch keine Unterkünfte mehr bauen, doch. Der Burgherr wird angegriffen. Ich habe keine Bauern mehr. Arbeit wurde unterbrochen, eure Hoheit. Na gut, ich habe auch keine Waffen, ich habe nur Rüstungen. Oh man. Ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock mehr. Also ich meine, die letzten Games waren tatsächlich relativ gut. Muss man sagen, was schon traurig ist, weil sie waren insgesamt trotzdem laggy as hell. Aber ich muss einfach insgesamt sagen, Stronghold Warlords, es könnte halt echt so geil sein. Aber ich verstehe nicht, wie das Game immer noch so laggy sein kann. Und vor allem, man kann mir jetzt ja auch nicht vorwerfen, ich hatte Spielzeit auf den falschen Einstellungen oder bla bla bla. Ich habe jetzt echt viel geändert, ich spiele es ja auch auf einer anderen Auflösung, habt ihr sicherlich gemerkt seit ein paar Folgen.
Leutnant Burkhair gewinnt? Oh. Aber, nee. Ist egal. Wir verlieren trotzdem. Ja, ich habe es auf verschiedenen Auflösungen probiert. Ich habe alles probiert, was man machen kann. Es ist immer so, am Anfang funktioniert es ja. Am Anfang ist es lagfrei. Ihr seht es ja selber. Am Anfang ist alles gut. Du kannst schnell Gebäude platzieren. Du kannst Truppen schnell hin und her bewegen. Alles ist gut. Aber wenn du mal richtig viele Gebäude hast, und ich meine, was bringt mir ein Strategie- und Aufbauspiel, wo ich bis zu 300 Gebäude bauen kann, wenn ich in jedem Game nur 50 Gebäude baue, weil sonst stürzt es ab. Also wir haben einfach nochmal gewonnen, what the hell. Why? Bruh. Why? Ja, ich meine, ich könnte es schon gewinnen, aber mit drei Warlords, und das wird hier definitiv der Fall sein, aller mindestens zwei, aber sehr wahrscheinlich drei, wird halt wahrscheinlich das Game dreimal abstürzen und sonst was wird passieren. Bis das Game tatsächlich mal vorbei ist. Und dann erinnert ihr euch ja sicherlich noch an das eine Game, wo ich quasi gewonnen hatte und dann das Game nicht abschließen konnte, dem gegnerischen Burkhair nicht besiegen konnte und dafür eine Chicken-Marke benutzen musste, weil das Game abgestürzt ist. Und ich habe es kurz davor gespeichert und jetzt jedes Mal, wenn ich auf den Speicherstand gegangen bin, ist es wieder abgestürzt. Ja. Also ich meine, das kann es halt legit nicht sein. Und solche Sachen haben ja einfach die Stimmung versaut und dafür gesorgt, dass ich jetzt halt einfach ja nicht mehr so guter Dinge bin, was das angeht. Und eine Nachricht von Hideyoshi. Ja. Wie gesagt, tut mir leid. Willst du mich besuchen? Auf jeden Fall, aber auf dich vorbereitet. Eine Nachricht von Sun Tzu. Oder wie lebt mein Burkhair noch? Eure Truppen sind unterlegen. Seid ihr euch sicher, ihr wisst, wie damit umzugehen ist? Ja. Ausgezeichnet. Bereit auf. Vielleicht beim nächsten DLC wieder, aber ehrlich gesagt, bin ich schon ziemlich enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe sogar gewonnen, ich bin Erster geworden. ja. Ich weiß auch nicht, wie lange sie mit dem Spiel noch weitermachen wollen. Also es fühlt sich irgendwie so an wie so ein... Also es wäre das jetzt das erste Stronghold-Projekt, weil sie jetzt ja auch so viele DLCs machen und so, dass sie jetzt auf lange Zeit quasi machen. Also dass das jetzt das aktuelle Stronghold ist, bis ein neues rauskommt, so wie das aktuelle Call of Duty oder so. Aber ich denke nicht, dass das erstens bei einem Spiel wie Stronghold funktioniert. Ich meine, DLCs sind cool und so. Aber ich meine, man sieht ja die Updates, die sie rausgebracht haben. Das Game laggt immer noch wie Sau teilweise. Also bei manchen Leuten oder bei vielen Leuten, wie mir zum Beispiel. Und ich meine, es wurde nach einem Jahr noch nicht wirklich sehr viel verbessert. Ich meine, es ist besser geworden, soweit ich weiß. Aber naja, wenn man es ein paar Stunden spielt oder ein paar Tage wieder und wirklich viele Missionen macht, verschiedene Maps, verschiedene Truppengrößen und so weiter und so fort herum experimentiert oder ausprobiert oder einfach sieht in den Spielen, dann merkt man halt, dass da nichts wirklich gefixt wurde, sondern wenn dann die Probleme nur verschoben wurden oder ein bisschen aufgebessert wurden. Aber die Grundproblematik ist immer noch die gleiche. Und so macht es halt einfach keinen Spaß. Muss man wirklich einfach so sagen. Es frustriert, man wird sauer auf das Spiel, man ist sauer auf die Entwickler. Und ja, das ist ja irgendwie nicht Sinn der Sache. Danke euch trotzdem auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's kurz rein. Ciao, ciao.